Mit Gott reden. Eingeschaltet habe ich. Er ist hängen geblieben. Ja, das ist gut. Ja, das ist noch nicht so schlimm. Mit Gott reden. Thema Gebet. Wenn ich heute Morgen über das Gebet rede, dann möchte ich nicht als Spezialist auftreten. Ich bin nicht jemand, der stundenlang auf den Knien verbringt im Gebet. Ich gehe durchaus auf die Knie im Gebet. Aber ich sehe mehr mein Leben als ein Sein in Gott. Und ich habe ständig Kontakt mit Gott. Ob ich die Zeit bewusst mir nehme im Gebet oder einfach am Arbeiten bin oder wo auch immer. Und wenn ich über das Gebet rede, dann möchte ich als einer reden, der mit euch ein Lernender ist. Ich glaube, das Gebet ist etwas, das sich immer weiterentwickelt, wo man wachsen drin. Und ich hoffe, ich kann dich mitnehmen auf das Abenteuer, das Gebet weiter zu entdecken. Ich möchte dich fragen, wie geht es dir in Bezug auf das Gebet? Ich habe ein paar Feststellungen gemacht und ich tue dir mal kurz schildern. Ich stelle fest, dass das Gebet zum Beispiel umkämpft ist. Zeitnot, Kinder, die schreien, irgendetwas. Gebet ist immer umkämpft. So geht es mir. Etwas anderes, was ich feststelle, ist, dass Gebet bei gewissen Menschen zur Routine verkommt. Man betet immer die gleichen Abläufe durch. Und man hat das Gefühl, also manchmal geht es nicht weiter als bis Decke. Es ist einfach so eine Routine. Es lebt nicht mehr. Eine andere Feststellung: Gebet hat grosse Verheißungen, bringt aber wenig Erfolg. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Also ich staune, was für Verheißungen hat in der Bibel. Und dann haben wir alle zwei, die Dienstag zu oben, eine Gebetsstunde, kommen wir zusammen und beten für, ich sage jetzt mal, 100 und mehr Anliegen. Und wir haben am Anfang der Gebetsstunde immer eine Zeit vom Plenum, wo man Gebetserhörungen erzählen kann. Das ist dann etwa so. Stille. Es kommt nicht. Und irgendwann erbarmen sich mal ein, zwei Personen und haben dann doch noch irgendetwas zu erzählen. Aber wir haben am Dienstag vor zwei Wochen für 100 oder mehr alle gebetet und jetzt so zwei Zufallstreffer. Entschuldigung, wenn ich das so formuliere. Das ist nicht gerade berauschend. Mit den Verheißungen, die wir haben in der Bibel. Andere finden Gebet langweilig, die kommen schon gar nicht am Dienstag zu oben. Wieder anderen ist es peinlich, hörbar vor anderen im Gebet zu reden. Ich weiß nicht, hast du dich im einen oder anderen vielleicht erkannt? Muss das so sein? Ich sehe, es funktioniert. Ich möchte mit euch ein Bibelvers anschauen. Im 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 1 sagt die Bibel: Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Dank für alle Menschen einzutreten. Also das Erste und das Wichtigste, was Gott sagt, ist Gebet für die Gemeinde. Also ich sage jetzt mal bewusst, nicht der Gottesdienst, nicht das Jungschilager von letzter Woche, sondern das Gebet als Gemeinde. Ich möchte euch ein provokativ fragen. Ich weiß nicht, wenn ihr den Gebet so oben habt, ihr Hände ein, das habe ich erfahren. Sind ihr alle dabei? Es ist das Erste und das Wichtigste, was Gott sagt, für gemeint. Im Gebet werden die entscheidenden Kämpfe geschlagen. Ihr könnt noch so viel Alpha-Kurs und Programm machen und Zeug und Sachen. Das ist alles nichts, wenn ihr als Gemeinde nicht dafür betet. Bin ich absolut überzeugt. Gebet ist bei uns ein Schwerpunkt. Wo wir sagen, wir haben so drei Schwerpunkte. Wir haben den Schwerpunkt Gottesdienst, Kleingruppe und den Gebetsoben. Das ist für alle in der Gemeinde gedacht. Alle anderen Anlässe sind Kleingruppen. Da können irgendjemand gehen. Aber an diesen drei möchte ich, dass die ganze Gemeinde dabei ist. Wie die so wichtig sind, die Anlässe, wie die so entscheidend sind. Und wenn das Gebet zuerst und das Wichtigste ist, dann darf Gebet nicht langweilig sein. Also stell dir vor, du gewünschst den Kampf gegen die Zeitnot zum Betten. Weil du merkst, Gebet ist so wichtig. Oder? Die Zeitnot hat immer etwas mit Priorität zu tun. Stell dir vor, es wird dir nicht langweilig beim Betten.
weil du merkst, um was es eigentlich geht. Stell dir vor, du erkennst falsche Erwartungen beim Beten und es geht gar nicht mehr so darum, erhört Gott jedes Gebet, so wie ich das will? Oder hat Gebet vielleicht noch eine tiefere Dimension? Stell dir vor, du bekommst neue Freude beim Beten und es zieht dich förmlich in Gemeinschaft mit Gott. Hätte sich wieder aufgehängt. Wenn ihr vielleicht könnt einfach weiterdrücken könnt, wäre ich euch dankbar. Gott, Vater, ganz nah, zu dem wollen wir uns Gedanken machen. Ich habe jahrelang so gebetet, als ging es darum, von Gott etwas zu kriegen. Als Vater, als Pfarrer, als Mensch, man ist immer bedürftig, oder? Leute, die mir in die Seelsorge kommen, ihre Geschichten erzählen und ich habe keine Lösung. Und dann brauchst du Gott, oder? Gott, der hilft, der eine Lösung schenkt, der diesen Menschen weiterhilft. Und ich habe jahrelang so gebeten, dass es darum ging, dass ich darum bitte, dass Gottes Wille geschieht und manchmal vielleicht auch mein Wille geschieht. Und that's it. Es ist verlockend, Gott auf seiner Seite zu haben. Aber ist das wirklich das Ziel vom Gebet? Ich möchte mit euch ein paar Aussagen aus Matthäus 6 anschauen. Zwei Sachen ganz kurz. Matthäus 6, 5 bis 8, genau. Schauen wir mal das an. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Nicht wie die Heuchler, he? Wenn Heuchler mir. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einem Kreisel gestanden ist, dann fällt an, ich nehme an, ihr habt auch einen Kreisel. Und die Hände in die Haupttüche gehabt hat und laut rausgebetet hat, sodass alle haben können hören, die daran vorbeigefahren sind. Ja, das macht heute wahrscheinlich niemand mehr. Aber wisst ihr, wenn ich schon geheuchelt habe im Gebet, wenn wir in einer Gebetsgruppe sind, und dann habe ich anstatt mit Gott, mit meiner Frau geredet. Oder vielleicht mit den Jungen. Oder man kann im Gebet Gott etwas sagen, aber eigentlich redet man zu dem, der nebenan sitzt. Habt ihr das auch schon gemacht? Ich sehe ein paar Nicken, ihr seid so ehrlich, das finde ich dann flott. Bin ich nicht nur der Einzige. Ich glaube, das ist geheuchelt, oder? Wenn wir gar nicht mit Gott reden, sondern eigentlich im Nachbarn etwas erzählen. Und dann Vers 7 weiter. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte einander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht, wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Die Heiden von damals, die haben ihre Götter bekniet und beackert und bearbeitet mit Wort und mit Formeln und haben gedacht, wenn ich einfach genug den Gott beackere, dann muss er irgendwann handeln. Und Gott sagt, wisst ihr was, das müsst ihr nicht machen. Seid entspannt. Ich weiß schon längst, was ihr alles braucht. Ein Theologe hat dann mal gefragt, er wüsste eigentlich gar nicht, warum wir noch beten. Weil Gott weiß ja eh schon alles. Ja, ist doch so, oder? Seine Antwort ist dann gewesen, ich weiß auch nicht, warum wir beten, aber es steht halt in der Bibel. mir ist das ein bisschen zu wenig gewesen. Gehen wir doch einen Schritt weiter mit der Folie. Schauen wir uns etwas von unser Vater an. Ja, das ist gerade gut so. Können wir gerade so einblenden lassen. Matthäus 6, Vers 9. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Über diese vier Wörter möchte ich mit euch nachdenken. Unser Vater im Himmel. Und eine Aussage, die ich mache, ist, Beziehung zu Gott Vater ist Voraussetzung zum Beten, aber auch das Ziel vom Beten. Also der Sinn vom Beten liegt in dem, dass wir unserem Vater im Himmel begegnen. Dass wir eine Beziehung können leben im Gebet. Jetzt wirst du sagen, ja gut, das ist aber nichts Neues. Ja, hoffentlich ist das nichts Neues. Ich habe mich nur entdeckt, ich habe das lange Jahr nicht so gelebt.
Oder die Frage ist nicht, was wir wissen, sondern was wir leben und entspricht unser Leben wirklich unserem Wissen. Und darum denken wir dem doch ein bisschen nach. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du auf der Suche nach Gott gewesen bist. Oder vielleicht bist du gerade auf der Suche nach Gott. Also für mich war es nicht eine Suche nach Gebot, nach Regeln, sondern ich habe den Sinn im Leben gesucht. Eigentlich habe ich jemanden gesucht oder etwas gesucht, was sich lohnt, dafür zu leben. Und ich glaube, letztendlich ist das unser Schöpfer. Ist das unser himmlischer Vater, der absolut gerecht ist, der absolut gut ist, der dich nicht aus dem Haus wirft, wenn du einen Fehler machst, der einfach zu dir steht. Und weißt du, genau so einen Vater haben wir eigentlich. Unser Vater im Himmel. Und der Vater, der möchte Beziehung mit dir. Ganz persönlich. Gemeinschaft. Immer wieder neu. Ich glaube, das kommt in diesen wenigen Worten, unser Vater im Himmel, zum Ausdruck. Ich möchte das mit einem Bild noch verdeutlichen. Also im Sommer gibt es jetzt die überall wieder so mobile Glassewagen, oder? Und dann kommen die Kinder, kriegen einen Fünfliber, stehen in der Schlange, das Wasser läuft noch schon runter und irgendwann kommen sie dran, kriegen ihr Korn, ihr Magnum oder was auch immer, geben den Fünfliber, kriegen ein bisschen Rausgeld und das können sie den ganzen Sommer lang machen, so viele Fünfliber, wie sie halt kriegen. Ich möchte uns fragen, sind so unsere Gebete? Das Kind kennt den Namen nicht vom Glassenverkäufer. Ist nicht interessant. Den Glassenkäufer könntest du ersetzen durch eine Frau. Spielt keine Rolle. Es geht dem Kind immer nur ums Glassen. Aber Gott ist kein Glassenverkäufer. Er will nicht einfach unsere Bedürfnisse befriedigen, selbst wenn die noch so gerechtfertigt und biblisch und gut sind. Das ist nicht Gottes Absicht. Er möchte viel mehr, er möchte Gemeinschaft mit uns, er möchte ein lebendiges Gespräch, er möchte Begegnung zwischen seiner Tochter und ihm als Vater und zwischen seinem Sohn und ihm als Vater. Das ist das, was Gott möchte. Und all die verschiedenen Gebetsformen wie Fürbitte und Lobpreis und Buß und Dank haben das Ziel, Gott zu begegnen. Beziehung. Ich möchte die Aussage biblisch logisch noch ein bisschen untermauern. Die ersten zwei Worte, wenn wir da sehen, unser Vater, das Vater im Aramäischen ist Abba. Und Abba ist eine kindlich vertraute Anrede von eben kleinen Kindern zu ihren irdischen Vätern. Also ein kleiner Knopf geht zu seinem Papi und sagt, Papi. Und Jesus lehrt seine Jünger genau so beten. Und jetzt weiss ich, gewisse Menschen haben mit dem Mühe und sagen, das ist doch nicht würdig, wir können doch Gott nicht so ansprechen. Aber ich möchte das hinterfragen und wirklich fragen, ist das wirklich unwürdig? Schau mal so kleine Knöpfe, wenn die zu ihren Papis oder Mamis gehen. Voller Ehrfurcht kommen sie zum Papi und sagen, Papi! Und dann sagen sie, hey, schau mal, was ich da bastelt habe oder irgendetwas. Das ist überhaupt nicht von unwürdig. Die sind von ihren Vätern absolut überzeugt. In der Schule gehen sie an mit ihrem Vater, wie stark der ist. Mein Papi hat einen ganzen Baum ausgerissen. Gut, dass das nur so ein kleines Stüdeli war, müssen sie nicht erzählen. Und der Nächste erzählt, mein Papi hat, ich weiß doch auch nicht, das Auto aufgelöpft, dass das mit dem Wagenheber gemacht hat, muss mir auch nicht erzählen. Die sind absolut überzeugt von ihren Daddys. Und die haben das Vertrauen, das ist unglaublich. Die klettern auf einen Baum rauf. Du bist unten als Eltern am Reden mit irgendjemandem und dann plötzlich hörst du, Papi! Und dann sind sie in der Luft. Und dann musst du unheimlich schnell sein, weil wenn dein Sohn oder deine Tochter nicht fängst, ist das Vertrauen arg erschüttert. Aber die haben ein unheimliches Vertrauen zu dir. Die glauben, du kannst alles. Ich weiss, wenn sie Teenager werden, ist das ein bisschen anders. Aber ich rede von kleinen Kindern. Die sind für einen Vater noch absolut überzeugt. Und übrigens auch der Paulus hat das so verstanden, wir können eine Folie weitergehen. Ich möchte nur auf Galater 4, Vers 6 kurz eingehen. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat
Gott den Geist seines Sohnes in euer Herz gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater, ruft. Papi, ganz persönlich. Ich glaube, wenn wir ins Gebet gehen, sollen wir uns zuallererst bewusst werden, wenn wir begegnen. Und das ist unser Papi, unser Vater im Himmel. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir ein gutes Gottesbild haben von unserem Papi. Jetzt auch hier wieder, gewisse sagen, ja, wir dürfen uns kein Bild von Gott machen. 2. Mose 20, Vers 4. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Abbild machen. Aber in diesem Gebot geht es darum, dass wir nicht irgendwie eine Götzenstatue aufstellen oder irgendetwas, was wir dann anbeten. Aber schau mal in die Bibel, Gott stellt sich vor mit ganz vielen Bildern. Gott redet von sich als König zum Beispiel. Gott redet von sich als Hirt. Er redet davon, dass er der Richter ist. Ja, Gott ist sogar Mensch geworden in seinem Sohn Jesus Christus. Den haben wir anlängen können. Den haben wir gesehen. Also wenn das kein Bild ist. Und in der Offenbarung stellt er sich vor, als ein älterer Mensch mit langem weißen Haar, so weiß wie Schnee, mit Augen wie Feuerflammen und aus dem Maul kommt ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube nicht, dass Gott so aussieht. Aber ich glaube, in diesen Bildern wird etwas von Gott transportiert, was er macht, wie er ist, wie er reagiert und handelt. Und das vortrefflichste Bild zum Gebet ist das Bild vom Papi. Stellt euch vor, Matthäus 6, Vers 9 hat folgendermaßen gelautet: Unser Richter im Himmel. Das wäre völlig korrekt. Aber das macht Gott nicht. Gott sagt, oder Jesus sagt, betet so: Unser Vater im Himmel. Ich stelle immer wieder fest, dass wir sehr verschrobene Vaterbilder haben. Ich möchte euch bitten, leset in der Bibel, wie Gott wirklich ist und entdeckt ihn. Denn nicht von eurem irdischen Vater und wir irdischen Väter, wir versagen alle, auf Gott schliessen. Das macht man sehr schnell. Leset in der Bibel, wie Gott ist. Und das ist eine Sache, wie ich die Bibel immer wieder lese. Ich frage mich immer wieder, was erfahre ich über meinen Papi? Ganz zentrale Frage, und es ist interessant, Gott stellt sich permanent in der Bibel vor, wie er ist. Und wenn ich erkenne, wie Gott wirklich ist, dann passieren bei mir zwei Sachen, bevor ich ins Gebet gehe. Das erste ist, ich kriege also eine innere, tiefe Gottesfurcht. Dem Gott, der mein Schöpfer ist, der Himmel und Erde gemacht hat, wo alles in der Hand hat, dem darf ich jetzt begegnen. Das ist etwas Gewaltiges. Und das Zweite, was passiert, ich kriege einen ganz tiefen Frieden, weil ich weiss, der Gott ist zuallererst mein Papi. Und alle Probleme und Schmerzen und Krankheiten und Nöte, die werden plötzlich viel kleiner. Im Anblick von dem mächtigen und herrlichen Gott. Und da habe ich noch keine Bitte ausgesprochen. Da bin ich mir nur bewusst worden, wem begegne ich jetzt gerade, wenn ich ins Gebet gehe. Und wenn ich mir bewusst worden bin, wem ich begegne, wird ich mir bewusst, wer ich bin. Und die Antwort ist einfach, oder? Ich bin sein Kind. Und das Zweite, was ich dann mache, ist, als Kind erzähle ich meinem Papi, wie es mir geht. Ich schütte einfach mein Herz bei ihm aus. Und wisst ihr was? Gott will das von mir hören, selbst wenn er weiss, wie es mir schon geht. Ich möchte das mit einem Beispiel verdeutlichen. Wenn ich jeweils an der Pastorenkonferenz war und unsere Kinder noch klein waren und ich heimgekommen bin, nach so 3 Tagen habe ich meine Frau gefragt: Du, wie ist es gegangen? Sie hat von sich erzählt und sie hat von den Kindern erzählt. Und ich glaube, sie hat mir alles Wesentliche erzählt, was ich für die Kinder wissen müsste. Und irgendwann sind vielleicht die Kinder heimgekommen, vom Kindergarten oder von der Schule. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe?
Ich habe meine Kinder gefragt, du, wie haben das gehabt die letzten 3 Tage? Und sie haben mir genau die gleichen Geschichten erzählt, die meine Frau mir schon erzählt hat. Und dann habe ich nicht gesagt, oh, das musst du mir nicht erzählen, das weiss ich schon. Ich habe die gleichen Geschichten mir nochmal angehört, wissen Sie warum? Ich wollte doch Gemeinschaft wählen mit meinen Kindern. Begegnung, obwohl ich weiss, was sie mir erzählen. Ist doch mir gleich. Hauptsächlich, ich habe Beziehung mit ihnen. Und ich glaube, Gott ist genauso interessiert an dir und möchte mit ihrer Beziehung und lässt deine Geschichten an, wenn sie du ihm schon zum 100. Mal erzählst, wie es dich halt beschäftigt, wie es dich bewegt. Übrigens, Psalmen bieten zu dieser Art von Beten ganz gute Anleitungen. Die Psalmen fangen oft an, da wird die Grösse Gottes preisen. Er als Schöpfer, als der, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat und so weiter. Und das Zweite, was sie machen, ist, sie klagen ihr Leid. Menschen klagen ihr Leid. Sie schütten ihr Herz aus vor Gott. Also eine gute Art zum Beten. Ich möchte das Ganze einmal auf einen Punkt bringen mit einem Gespräch. Gebet ist wie ein Gespräch. Und ich nehme jetzt einfach meine Frau, wenn ich zu meiner Frau gehe, dann gehe ich auch nicht nur zu ihr und sage, du Schatz, könntest du mal noch was? Schatz, könntest du mal noch? Schatz, komm mal, du musst noch. Dann sagt sie irgendwann, hey, hallo, bin ich im Kiosk? Oder ich bin auch nicht ständig am Loben. Oh, du bist die Beste. Oh, du bist so schön. Oh, du bist so eine Liebe. Irgendwann denkt sie, du hast den Schrauben locker. Ich bin nicht ständig am Danken sagen. Ja, hoffentlich immer wieder mal. Ich bin auch nicht ständig mich am Entschuldigen. Was machst du in einem guten Gespräch? Du teilst dich mit. Und du hörst zu. Und das gehört für mich auch zum Bett, das Zuhören. Das heisst für mich, Bibeln aufschlagen. Hören, was Gott mir sagen möchte. Dort möchte er sein Herz mir mitteilen. Und das gehört für mich genauso zum Betten. Das ist für mich nicht etwas anderes, Bibel lesen. Betten ist für mich Kommunikation mit Gott, Gemeinschaft mit Gott. Und so habe ich vor ein paar Jahren angefangen, mein Gebetsleben anders zu organisieren. Ich möchte das an einem Schaubild zeigen. Jetzt funktioniert es, hey super, zum richtigen Zeitpunkt. Das Zentrale vom Gebet ist Beziehung. Beziehung mit unserem Vater, mit unserem Papi. Und als erstes führe ich mir vor Augen, wer er ist. Und das ist noch faszinierend. Ich bin Jesus und Jesus ist in mir. Ich stelle mir Gott vor Augen und zähle mir das gedanklich auf. Du bist mein Schöpfer, du bist mein Arzt und so weiter. Manchmal sind das verschiedene Sachen. Gott hat hier so viele Facetten. Und dann teile ich mich ihm mit. Ich nenne das auch eine gewisse Seelenhygiene. Ich schütte mein Herz aus, was mich bewegt. Wenn ich das am Morgen mache, dann sage ich ihm, wie die Nacht war, wie gut geschlafen habe oder was mich schon wieder beschäftigt. Von dem Tag, der vor mir steht, und so weiter. Und dann höre ich auf Gott. Ich lese sein Wort. Bin einfach einmal still vor ihm. Und dann gebe ich ihm Antwort. In der Anbetung, im Dank, Buß, Bitt, Fürbitt. Ist eine Möglichkeit, wie man seine Gebetszeit gestalten kann. Es geht um Beziehung. Das ist das Wesentliche. Ich möchte dich einladen, den kommenden Tag, mach dir doch einmal Gedanken, nicht über dein Gebetsleben, sondern über deine Beziehung mit Gott. Das ist die entscheidende Frage. Es wäre tragisch, wir wären einfach traditionell christlich. Wir suchen einen Gottesdienst, können vielleicht sogar in Gebetsobel, lernen unsere Listen ab. Ich habe nichts gegen Listen. Es ist gut, wenn man sich Sachen aufschreibt. Aber mach dir Gedanken über deine Beziehung mit Gott. Und ich wünsche dir, dass du in eine weitere Tiefe mit Gott reinkommst, mit unserem Papi, mit unserem Vater im Himmel. Und wenn du das ganze Thema noch willst vertiefen, dann empfehle ich dir das hier, mit Gott reden. Da geht es dann noch ein bisschen weiter.
Ich möchte jetzt beten und dann Gelegenheit geben, ich mache das eigentlich bei uns fast immer nach der Predigt, ich könnte Fragen stellen zur Predigt. Vielleicht wollt ihr etwas ergänzen, vielleicht wollt ihr etwas widersprechen. Macht das, fühlt euch frei. Und vielleicht hast du etwas mit Gott erlebt, was du gerne erzählen würdest als Ermutigung für die anderen. Aber reden wir zuerst noch mit Gott und dann fühlt euch frei. Ich mache dann das Mikrofon parat und dann könnt ihr das gerne weitergeben. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du unser Papi bist. Unser lebendiger Gott, der einfach Zeit hat für uns, der uns jetzt gehört, aber der uns auch im Alltag gehört, wo immer das wir sind. Du bist immer da, du bist immer gegenwärtig durch den Heiligen Geist. Und ich freue mich so, dass wir so einen Vater haben, der für uns auch eine Zukunft bietet, eine Hoffnung ist in alle Ewigkeit. Wie trostlos muss das Leben sein ohne dich. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, obwohl ich das kenne von meiner Jugendzeit her. Danke, Vater im Himmel, dass wir dich kennen. Und ich danke dir, Jesus, dass du für uns auf die Erde gekommen bist, dass du gestorben bist am Kreuz, dass du uns das Leben gegeben hast, dass du die Verbindung zum Vater im Himmel hergestellt hast. Danke vielmals. Und ich möchte dich bitten, führ uns noch tiefer in die Beziehung zu unserem Vater im Himmel hinein. Dass wir dir, Vater, begegnen in unserem Alltag. Dass wir deine Stimme hören in deinem Wort. Dass wir erkennen, wie du bist, wie du uns liebst, wie du uns führst und leitest. Ja, möchtest du uns da in den kommenden Tagen doch einfach näher in deine Beziehung hineinziehen.